Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr jetzt meiner Meinung nach am besten zum Multimillionär werden könnt. Dafür habe ich mir jetzt extra einen neuen Account erstellt und dann würde ich sagen, dann lass auch schon direkt losstarten. Wie gesagt, ich habe mir jetzt einen neuen Account erstellt, bekomme dann 4 Millionen GTA-Dollar, wovon wir 3 Millionen GTA-Dollar dann direkt schon ausgeben müssen. Wir werden dann diese Cutscene bekommen. Als nächstes werdet ihr sehen, Glückwunsch, wir haben 4 Millionen GTA-Dollar gewonnen. Jetzt müssen wir uns irgendwas aussuchen, entweder Führungskraft, Waffenschmuggler, Nachtclubbesitzer oder Biker. Ich mache jetzt einfach hier den Nachtclubbesitzer, kaufe mir dort einfach das Günstige, einmal hier die Omega-Einrichtung. Haben wir jetzt noch 1,7 Millionen übrig. Ihr müsst 3 Millionen GTA-Dollar ausgeben und 1 Million GTA-Dollar könnt ihr dann mit in den Online-Modus nehmen. Ich kaufe mir jetzt hier noch den Kuruma, den gepanzerten Kuruma. Den kann man auch sehr gut für die Mission benutzen. Als nächstes kann ich euch jetzt noch empfehlen, zunächst einmal hier noch Annäherungsminen zu kaufen. Und als Waffe den Spezialkarabiner. Ich gebe dann jetzt hier bei den Waffen einfach noch so viel aus, dass ich noch ungefähr 1 Million GTA-Dollar übrig habe. Ihr müsst entweder genau 1 Million GTA-Dollar oder halt ein bisschen weniger. Ansonsten könnt ihr die Karriere nicht beginnen. Ich habe jetzt noch 3250 GTA-Dollar übrig. Kaufen wir jetzt noch irgendeine Pistole hier. Und habe dann jetzt noch für den Online-Modus knapp 999.000 GTA-Dollar übrig. Seid ihr jetzt in der Online-Lobby gespawnt, dann müsst ihr zunächst einmal die Einleitung spielen. So habt ihr dann die Einleitung gespielt. Dann werdet ihr auch einen Anruf von Mode bekommen, aber dazu kommen wir jetzt gleich. Wir begeben uns zunächst einmal zum Casino. Denn ihr habt die Möglichkeit, einmal am Tag am Casinorad zu drehen. Dafür begeben wir uns einmal hier hinten zu der Kasse, kaufen uns dort eine Mitgliedschaft für 500 GTA-Dollar und dann haben wir jetzt auch die Möglichkeit, am Casinorad zu drehen. Hier können wir jetzt entweder Geld, Chetons, vielleicht auch das Auto gewinnen oder wie in meinem Fall jetzt einfach nur ein paar RP. Das könnt ihr einmal am Tag machen. Als nächstes werden wir auf jeden Fall jetzt einen Anruf von Vincent bekommen. Danach wird ein V auf der Map erscheinen. Dort begeben wir uns einmal hin und machen erstmal den Clucking Bell Heist. Den könnt ihr natürlich auch solo machen. Alles, was ich euch zeige hier, könnt ihr solo machen. Dafür müsst ihr 5 Vorbereitungsmissionen spielen und dann könnt ihr den Heist starten. Die Missionen sind auch gar nicht so schwer. Den Heist habt ihr ungefähr in einer Stunde. Zwischen einer Stunde und ein Viertelstunde habt ihr ihn auf jeden Fall fertig. Und wenn wir den jetzt abschließen, bekommen wir 500.000 GTA-Dollar. Und wenn wir den zum ersten Mal abschließen, dann bekommen wir auch nochmal 250.000 GTA-Dollar Bonus. Wir bekommen jetzt gerade hier erstmal die 500.000 GTA-Dollar. Und sobald wir jetzt spawnen, werden wir jetzt auch nochmal 250.000 GTA-Dollar oben drauf kriegen. Somit haben wir jetzt nochmal zu den 988.000 von eben nochmal 753.000 GTA-Dollar obendrauf und haben damit schon mal 1,7 Millionen GTA-Dollar. Als nächstes starten wir jetzt die Mord-Kopfgeldjagd. Wie gesagt, ihr bekommt da eine SMS und dann wird da oben auf der Map ein M erscheinen. Nicht zu dem gelben M fahren, sondern zu dem weißen M. Dort begeben wir uns einmal hin. Als nächstes wird der Mord sich wieder melden und sagen, dass sie sich dann wieder melden wird mit dem ersten Hinweis zur Zielperson. Und diese Zielperson, die müssen wir jetzt einfach immer finden. Da wird so ein gelber Kreis auf der Map erscheinen. Dort begeben wir uns hin, müssen die Zielperson suchen. Entweder könnt ihr die jetzt ganz einfach töten, dann bekommt ihr 5.000 GTA-Dollar oder ihr bringt sie zum Mod, dann bekommt ihr 10.000, aber das lohnt sich nicht, weil dafür müsst ihr halt immer wieder zum Mod hinfahren. Einfach da mit einem Kopfschuss töten, bekommt ihr 5.000 GTA-Dollar, insgesamt 5 Stück.
Habt ihr dann die fünfte Zielperson getötet, wird eine gelbe Schatztruhe auf der Map erscheinen. Dort begeben wir uns dann einmal hin und bekommen jetzt das Steinkriegsbeil. Und mit diesem Kriegsbeil müssen wir jetzt einfach nur 25 Leute töten. Begebt euch dafür einfach zum Strand, dort laufen die meisten Leute rum. Und nachdem ihr die 25 Leute getötet habt, bekommen wir nochmal 250.000 GTA-Dollar obendrauf. Ich weiß natürlich nicht, ob ihr dafür ein Social Club-Konto braucht. Erstellt euch einfach ein Social Club-Konto, einfach mit PlayStation oder Xbox verknüpfen. Aber normalerweise müsstet ihr das Geld auch so bekommen. Als nächstes machen wir jetzt die Schlitzer-Schatzsuche. Und zwar wird die nicht auf der Map angezeigt. Ihr müsst euch dafür einfach zu den Orten jetzt hier hinbegeben, wo ich mich jetzt gerade befinde. Dort werden wir jetzt den ersten Hinweis suchen. Einfach Steuerkreuz nach rechts drücken. Wie gesagt, einfach zu dem Ort hier auf der Map, wo ich mich gerade befinde. Dort ist der erste Hinweis. Den zweiten Hinweis findet ihr hier. Der dritte Hinweis bekommt ihr hier. Der vierte Hinweis befindet sich hier auf der Map. Die ersten vier Hinweise sind auch immer gleich. Der fünfte Hinweis, da gibt es fünf verschiedene Orte für. Ich habe mich jetzt gerade schon mal zu dem Ort begeben, wo der Hinweis bei mir gespawnt ist. Und jetzt zeige ich euch noch die fünf Orte, wo der letzte Hinweis spawnen kann. Das ist einfach der Van. Wie gesagt, das sind die fünf Orte, wo der Van spawnen kann bei euch. Wenn ihr Glück habt, findet ihr schon direkt den Van beim ersten Ort. Wenn ihr Pech habt, müsst ihr alle fünf Orte durchklappern. Haben wir dann jetzt den fünften Hinweis eingesammelt. Müssen wir jetzt warten, ungefähr zwischen 19 und 5 Uhr morgens wird euch dann der Schlitzer überfallen. Den Schlitzer müssen wir dann einmal töten. Für das Töten vom Schlitzer bekommen wir 50.000 GTA-Dollar, bekommen dann den Navy-Revolver. Und mit diesem Navy-Revolver müssen wir jetzt einfach nur 50 Leute töten. Und bekommen dann nochmal 200.000 GTA-Dollar oben drauf. Das Geld zahle ich jetzt eben gerade nochmal auf dem Konto ein. Und schon sind wir bei 2,2 Millionen GTA-Dollar. Und für diese 2,2 Millionen GTA-Dollar kaufen wir uns dann jetzt dann die Kosatka, damit wir den Cayo Perico Heist spielen können. Denn das ist meiner Meinung nach immer noch die beste Geldquelle, um in GTA Online Geld zu verdienen. Dafür müssen wir uns einmal zum Music Locker beim Casino begeben. Müssen Sie einmal hier die Cutscene reinziehen von Miguel.
Und sobald wir das gemacht haben, haben wir jetzt auch schon die Kosatka bei Warstock freigeschaltet. Denn vorher könnt ihr leider die Kosatka nicht kaufen. Wir öffnen einmal das Handy, gehen auf Warstock. Ganz oben findet ihr dann die Kosatka. Ja, und dort müsst ihr keine Extras kaufen. Einfach jetzt kaufen für 2,2 Millionen GTA-Dollar. Und schon könnt ihr dann in der Kosatka den Cayo Perico Heist starten. Wie ihr den Cayo Perico Heist dann am besten macht, werde ich euch auf jeden Fall mal noch in einem Video zeigen. Und wenn ihr das ohne Cayo Perico machen wollt, dann könnt ihr natürlich auch permanent dann auch zum Beispiel den Clucking Bell Heist, das heißt mit den Vincent Missionen, ganz einfach spielen. Dafür bekommt ihr aber immer nur 500.000 GTA-Dollar. Und für den Cayo Perico Heist bekommt ihr natürlich viel mehr. Wie gesagt, wie ihr den Cayo Perico Heist am besten macht, werde ich euch auf jeden Fall mal noch in einem Video zeigen. Und ja, Leute, das war es auf jeden Fall mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.